großen Applaus, Dr. Benjamin Braun. Also, vielen Dank, Remco, für diese viel, viel zu hochgegriffene Einführung. Das ist aber vor allem auch vielen Dank an Andreas für die ideale Einleitung für diesen Vortrag. Also man hätte es nicht besser machen können. Und zwar geht es darum, dass wir in einer Illusion von Demokratie leben. Ja, aber ich versuche das naturwissenschaftlich zu argumentieren. Und es geht um die Nord Stream Sabotage. Wir wissen, das ist ja der größte Akt industrieller Sabotage in der Geschichte der Menschheit. Ja. Und ich möchte jetzt, um die Brücke zu schlagen vom leicht humoristischen in das Ernstere, da kann man sich auf das Podium wagen, von dem Andreas erzählt hat, und das sind Parlamente oder das sind Politiker. Ja. Und ich beginne mit einer Aussage einer Politikerin von 2014 und kontrastiere sie mit der Wirklichkeit. Und diese Politikerin ist Condoleezza Rice und sie hat sich 2014 ausgelassen darüber, wie 80% of Russian exports are in oil, gas and minerals. People say, well, the Europeans will run out of energy. Well, the Russians will run out of cash before the Europeans run out of energy. And I understand that it's uncomfortable to have an effect on business ties in this way. But this is one of the few instruments that we have. Over the long run, you simply want to change the structure of energy dependence. You want to depend more on the North American energy platform, the tremendous bounty of oil and gas that we're finding in North America. You want to have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. For years, we tried to get the Europeans to be interested in different pipeline routes. It's time to do that. Also, und vor allem dieses Zitat, das ist eindrücklich, dass Russland das Geld ausgeht, bevor den Europäern die Energie ausgeht. Und jetzt sind wir in einer Wirklichkeit, in der wir einfach mit Russland mit Europa vertauschen können. Ja? Also offensichtlich geht Europa die Energie aus, vor Russland das Geld ausgeht. Ja? Und das widerspiegelt sich in den Gaspreisen. Und die sind die Farbskala, die tendiert von 0 bis 150%. Details sind nicht so wichtig. Die Gaspreise, die haben sich erhöht bis um 150% 2022 gegenüber 2021. Und das betrifft alle. Das betrifft uns in der Schweiz. Und wie sind wir von dieser Aussage hier hingekommen, dass die Gaspreise jetzt so hoch sind? Ja? Und dazu schauen wir uns an, worum geht es wirklich. Der Corpus Delicti ist diese Gasleitung, die Gas bringt von Russland nach Deutschland, nach Greifswald, über eine Länge von 1200 Kilometern. Und die erste dieser Doppelleitungen, eine Installation besteht aus zwei Röhren, die wurde fertiggestellt in 2011. Und die zweite, Nord Stream 2, die ist mehr oder weniger parallel dazu, außer unten um die Insel Bornholm, die dänische Insel Bornholm herum. Und die wurde mit Ach und Krach fertiggestellt, gerade Ende 2021, aber wurde nie in Betrieb genommen. Und für die, die sich nicht mehr erinnern, es gibt diese russische Exklave Kaliningrad am Ufer der Ostsee. Ja, die wird in unserer Analyse noch eine Rolle spielen. Das hier ist, wie die Röhren wirklich aussehen. Die bestehen aus rund 3 cm Stahl und dazu noch 6 bis 12 cm Beton. So, dass das ganze Ding hat pro Meter ein Gewicht von 2 Tonnen. Einfach so, um das mal so sich zu vergegenwärtigen. Und das ist eine dieser Pipelines. Es gibt 4 Stränge nebeneinander. Okay? Also, jetzt, was wird hier transportiert? Es wird Gas transportiert. Wie viel? 45 Milliarden Kubikmeter. Ja, was heißt das? Was heißt das? Ja, das heißt, übersetzt in anderen Einheiten, da kommen wir darauf, ich will nur schnell noch hinweisen, es gab 2 seismische Events, die mit der Sabotage zu tun hatten. Also diese
Energietransport von Russland nach Deutschland wurde mit mindestens zwei Explosionen unterbrochen in einer Nacht- und Nebelaktion am 26. September letztes Jahr. Ja? Und wie viel Energie wird transportiert? Das sind 650 Terawattstunden, das ist eine andere unmögliche Einheit und vielleicht die, die sich mit Energie auskennen. Wenn Sie sich vorstellen, ja, wie viel denkt ihr, wie viele Nuklearreaktoren braucht das, um diese 650 Terawattstunden zu erzeugen? Ja? Also das ist jetzt der Heizwert. Ich bin jetzt ein bisschen Kavalier gegenüber den Umrechnungen von thermischen und elektrischen Energien. Also was denken Sie? Ja? 7 Nuklearreaktoren? Vielleicht? Vielleicht? Ja? Wer ist für mehr? Okay, also ja, es sind mehr, ja, und es sind einiges mehr, ja, es sind nicht nur 10, es sind 20 und in der Tat 30, in der Tat 40, ja, ungefähr, ja. Also 40 Nuklearreaktoren nur für Nord Stream 1 und jetzt gibt es noch Nord Stream 2 dazu, das heißt insgesamt 80, ja. Und das sind also 80. Und 80 Nuklearreaktoren, das ist ungefähr 20% der weltweit in Betrieb stehenden Nuklearreaktoren. Das ist verrückt. Alles in einer Nacht- und Nebelaktion weg. Ja? Und jetzt denken Sie, dass wir da die Leute überzeugen können, das mit Windrädern und Solarpanels zu erzeugen, ja schon nur mit 100 Terawattstunden. Also ein Sechstel des Energiebedarfs. Dafür bräuchten wir, ich habe diese Zahl genommen, weil es rund gibt, 1000 Quadratkilometer Solarpanels oder 200.000, also doppelt so viele wie Unterschriften es braucht für eine Initiative, 200.000 Windturbinen. Ja? Und wenn es Offshore sind, dann vielleicht ungefähr gerade 100.000. Ja? Das heißt, es ist klar, dass man diese drei Stränge, als man die zerstört hat, das ist der größte Akt von industrieller Sabotage. Aber es ist nicht nur industrielle Sabotage, sondern einiges mehr. Und das bringt uns gleich wieder auf das Track, was ist Demokratie und leben wir überhaupt in Demokratien oder leben wir in einer Demokratie-Illusion? Und gleich zu Beginn kamen die Neuigkeiten, ja, das waren ein paar hundert Kilogramm Sprengstoff. Und damit wurde die Diskussion beendet. Ja? Nach ein paar Tagen, es waren ein paar hundert Kilogramm Sprengstoff, keine Fragen sind erlaubt. Die speziellen Taucher der Bundeswehr, die kehren wieder um, weil sie nicht die richtige Ausrüstung hatten und so weiter und so fort. Und ich gebe jetzt notgedrungen einfach sehr kurz, gehe ich darauf ein, es gibt 10. Und am Schluss werden wir sehen, noch 20 mehr, also insgesamt 30 Stück von Evidenzen, dass das nicht so ist, sondern dass die Sprengladung um einen Faktor 1000 größer war, als das, was die Leute erzählt haben. 1000, ja, 1000. Ja. Und jetzt, wenn Sie 100 Kilogramm mit 1000 multiplizieren, ja, also dann sind Sie halt eben im Bereich von Kilotonnen, mindestens 1000. Ja. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt nahe bringen will. Wie kam das, dass man einfach zu Beginn eine Zahl hinausposaunt hat und dann plappern alle anderen diese Zahl nach? Ja, es wurde von NORSA, das ist interessanterweise ein Seismografie-Institut in Norwegen. Okay, ja, die machen nichts anderes, das sind Experten. Aber das ist ein Joint Venture zwischen dem norwegischen Staat und Los Alamos National Lab in den USA, gegründet 1968, mitten im Kalten Krieg. Ja, und Los Alamos National Lab, das war das Lab, unter deren Direktive die ersten Atombomben entwickelt wurden. Und das ist auch jetzt noch das Lab, eines der Nuclear Weapon Lab in den USA. Das heißt, dieses Joint Venture war da, um
Nuklearversuche weltweit zu testen. Also die wissen wirklich, was abgeht, aber sie sagen es nicht. So viel zu Demokratie oder Öffentlichkeit. Finanziert mit Geld des norwegischen Steuerzahlers natürlich. Also die haben das veröffentlicht und hier gibt es einfach keine Einheiten, ja, auf dieser Achse. Also wir haben gesagt, ja, wir haben was gesehen und es waren 100 Kilogramm, aber die Einheiten, die haben sie nicht gesagt. Das ist wie wenn jemand ein Budget macht, oder, und er sagt, ja, ja, wir investieren, ja, wir wissen jetzt nicht, ob es Rappen sind oder Franken oder 100 Franken, egal. Ja. Okay, aber sie haben dann doch gesagt, ja, das entspricht, die kleinere Explosion hätte entsprochen 200 Kilogramm und die größere 600 bis 900 Kilogramm. Das war sogar sehr hoch gegriffen, weil von da an ging es nur noch runter mit diesen Abschätzungen. Ja? Und was wir, das ist jetzt das Schwierigste an Mathematik, das ich Ihnen zumute, die Größe ML, das ist die Richtergröße, die war, hat man abgeschätzt mit 2,1. Ja? Jetzt denken Sie, ja, das ist eine kleine Zahl und Kommastellen, was heißt das? Wenn man diese Skala um eine Einheit, also wenn man von 2 nach 3 geht, dann entspricht das einem Faktor 36 für Unterwasserexplosionen, wie sie hier sind. Ein Faktor 36. Wenn man um 2 hochgeht, die Abhängigkeit ist exponentiell in dieser Richtung, ist es 36 im Quadrat, also mehr als 1000-fach. Okay, also das ist wichtig, wenn Sie das sich jetzt merken können. Das ist das Einzige, was Sie sich merken sollten. Also die Abschätzung war 2,1 bis 2,3, ungefähr eine Tonne. Schon das ist eigentlich, muss man sagen, ja, eigentlich könnte man es sprengen mit ein paar hundert Kilogramm oder 100 Kilogramm. Wieso eine Tonne? Aber es kommt noch besser. Ja? Jetzt die schwedischen Behörden, auch mit Steuergeldern finanziert, oder? Die haben Seismogramme publiziert mit Einheiten. Und wenn man diese Einheiten anschaut und die interpretiert in Größenordnung, da kriegt man nicht 2,1 wie die Norweger, sondern 3,1. Also ein Faktor 36 mehr. Okay? Und auch das ist zu tief gegriffen. Und jetzt sehen Sie schon in der Mitte da das schwarze Feld. Das sind die seismischen Anregungen, die man feststellen konnte von Südschweden, benachbart, dem Explosionsort ungefähr Abstand 70, 80 Kilometer, bis nach Lappland hoch, bis ans Nordkap hoch. Ja? Also es gibt Signale am Nordkap und sie behaupten, es sind 100 oder 200 Kilogramm gewesen. Jetzt, ich überlasse das Ihrer Intuition, ob das jetzt plausibel ist oder nicht. Ja? Und jetzt diese Abschätzung, die daraus hervorgeht, die stimmt übrigens überein mit dem, was man in der offiziellen Datenbasis drin hat. Das ist 3,1, also eben dieser mystische Faktor 36 mehr. Und das bringt uns gleich auf 20 Tonnen. Ja? Also, jetzt, ich werde Sie nicht langweilen da mit der Liste, ich gehe dann einfach durch. Das sind die 10 verschiedenen Evidenzen, es reicht mir nicht, auf alle einzugehen, aber die sind alle unabhängig voneinander. Also es ist nicht so, dass die irgendwie so zusammen, sondern das sind unabhängige Evidenzen, abgesehen von dem, was ich schon erzählt habe. Und die Konsequenz ist erstens, es war keine konventionelle Explosion, es kann keine gewesen sein, weil wieso kriege ich eine Kilotonne hin? Es geht nicht. Und wieso soll ich das? Das kostet Unmengen, auch an normalen Sprengstoff, wenn ich das gleich auch hätte bewerkstelligen können mit 100 Kilogramm ungefähr. Ja? Und das Zweite aber, und das ist sehr viel beunruhigender, und das bringt uns gleich zurück in Andreas' Vortrag vorher, es war nicht nur die Zerstörung der Pipeline, was an sich ja schon ein Skandal ist, sondern es war eine verdeckte Operation gegen Russland. Es war ein Signal, hey guys, wartet, wir können auch noch stärker. Ja? Und dann sitzt ihr in der Tinte. Ja? Und das ist wirklich sehr beunruhigend. Das hat mich dazu gebracht, dass ich diese Resultate hatte, ungefähr vor einem Jahr. Ziemlich genau vor einem Jahr habe ich das dann Schweizer Regierung, Parlament geschickt. Und dann ging es weiter, oder? Ging es skandinavische Regierungen, UNO-Sicherheitsrat, NATO, Den Haag, Weißes Haus, Kreml, aber natürlich fast
Keimfäden, irgendein Pieps. Außer dass immer wieder unmöglichere Theorien aufkamen, was jetzt genau passiert sei. Also dann waren es plötzlich Segeljachten und solche Geschichten. Ja. Und also Seismogramme, das sind, wir kommen dann auf eine akustische Umsetzung, das tönt fast wie ein Gitarrenakkord. Links ist ein Seismogramm, das Sie sehen in Südschweden. Rechts ist ein Seismogramm in Finnland und das ist in 700 Kilometer Entfernung. Okay? Einfach so mit ein paar hundert Kilogramm. Ja? Also 700 Kilometer Entfernung, ein superklares Signal und das Signal ist so, dass es beginnt mit einem großen, auf Schweizerdeutsch, Klapf. Ja? Und das ist ein Charakteristikum für eine Nuklearexplosion. Ja? Also das ist so das gröbste Kriterium, mit dem man abschätzt, ob es sich um eine Nuklearexplosion handelt. Weil auch bei Erdbeben und so weiter, sind die Sekundärwellen viel größer, haben eine größere Amplitude als die primäre longitudinale Welle. Und das ist übrigens ein Seismogramm eines offiziellen nordkoreanischen Nuclear Events. Das ist gut dokumentiert und sieht ziemlich ähnlich aus. Ne? Also, jetzt die Position, wo hat man diesen Sprengsatz versenkt? Oder? Wie? Da kommen wir noch darauf zurück. Jetzt, wenn Sie sich auf die Küste stellen in Kaliningrad und sich das Wasser wegdenken in der Ostsee, dann hätten Sie direkt gesehen den Ort, den Detonationsort. Ja? Direkte Sichtverbindung. Das heißt, die Schockwelle hat den Weg, kann einen direkten Weg nehmen, wird nicht gestreut, mal wird natürlich schon gestreut, wie wir sehen werden, aber es gibt im Prinzip diesen direkten Weg. Ja? Und das hat zur Folge, dass die seismischen Amplituden in Kaliningrad waren absolut gesehen 10-mal größer als im benachbarten Bornholm in einer Distanz von 70 Kilometern, also in einer Distanz von 500 Kilometern. Hat die Erde mehr gebebt als 17 Kilometer nebendran. Normalerweise nimmt das ja ab mit dem Abstand, so rechnet man dann Magnituden aus. Und um Ihnen jetzt einen Eindruck zu geben, ich hoffe, dass das mit dem Sound geht, sehen wir jetzt, also am Ort in Bornholm hat das so getönt, also das ist jetzt das Event, oder? Und die Küstenlinie ist übrigens, hat diese elliptische Form, das heißt, die schickt die ganze Schockwellenenergie in Vorwärtsrichtung ab gegen Kaliningrad. Ja. Und hier, das tönt dann so. Ja. Also und jetzt den Sound in Kaliningrad ein bisschen weiter weg, den habe ich um einen Faktor 10 reduziert. Sonst wäre es 10-mal lauter, oder? Und es ist immer noch lauter, wenn ich es um einen Faktor 10 reduziere. Also es ist nicht nur gleich groß, sondern 10-mal stärker. Ja? Und das tönt dann so. Jetzt hören Sie, das tönt wie ein Jet in einem Alpental. Ja? Und wieso? Ja, ich habe natürlich die Zeit komprimiert. Ja? Das tönt so, weil es hier Reflexionen gibt in diesem Canyon. Ja. Zwischen dem Detonationsort und Kaliningrad gibt es auch einen Unterwasser-Canyon, das ist ideal, der fokussiert diese Schockwellen und schickt sie direkt auf die steile Küste in Kaliningrad. Ja. Und jetzt hören Sie, behalten Sie das in Erinnerung, weil ich werde darauf zurückkommen, ja, diesen Sound. Oder? Also, jetzt, wie kann man das jetzt in Bezug bringen mit bekannten Explosionen? Dazu nimmt man halt einfach, macht man Statistik. Ja. Seien Sie jetzt nicht erschreckt. Das ist einfach, es gibt Daten, oder? Es gibt Events, man macht Statistik und schaut, wie im Schnitt hat diese Amplitude zu tun mit der Sprengsatzgröße. Ja. Und dann kriegt man diese Geraden, die Punkte, das sind Messungen vom British Geological Service und unten sind es Nukleartests. Oder? Und diese Geraden zeigen eben, wie das miteinander Bezug steht. Die gestrichelte Linie, das ist dieser Faktor 36, von dem ich vorher gesprochen habe. Ja, und jetzt sieht man schon, oder, dass diese, wenn man jetzt Stationen nimmt, die in der Ostsee bis hoch nach Umeå gehen, und nicht auf der Rückseite der Explosion sind, also nicht auf der Hinterseite dieses Reflexionsspiegels, ja,
dann sind die alle nicht 3,1, wie die höhere Abschätzung der Schweden war, sondern 3,9, also wieder 0,8 höher. Jetzt sind wir also 0,8 und 1, oder? Das ist also annähernd ein Faktor 1000 mehr als die 600 bis 900 Kilogramm von Norsar. Also dann sind wir ungefähr bei einer halben bis einer Kilotonne. Ja? Unmöglich mit einem konventionellen Sprengsatz. Ja? Gut. Jetzt, das erklärt auch, wieso diese eben diese Signale unterschätzt haben. Sie haben einfach nur die Stationen angeschaut, die ihnen irgendwie in den Kram passen. Und jetzt, wenn man weiter weggeht in Suwalki, also Kaliningrad, wären das, hätte das sogar einer Masse von 80 Kilotonnen entsprochen, weil der Effekt so groß ist. Das ist natürlich unnatürlich, man kann jetzt nicht Rückschlüsse ziehen, aber das zeigt, wie groß dieser Fokussierungseffekt war. Dieses Unterwasser-Canyons. Und das ist alles, das sind Standard-Datenauswertungen, ich habe da nicht irgendwie die Programme selber geschrieben, das ist, man muss die Instrumente korrigieren und so, das ist alles Standard. Ja, jetzt weiter, oder? Geht es irgendwie nicht? Ne? Okay, also, jetzt müssen Sie natürlich einwenden, ja, aber um Gottes Willen, das hätte man ja gesehen, ein Feuerball über dem Baltischen Meer, hat das niemand gesehen. Ja. Solche Unterwasserexplosionen, die sind jetzt, das tönt jetzt besänftigend, oder? Sehen von der Oberfläche harmlos aus. Aber was unter dem Wasser abgeht, das ist eine andere Geschichte. Ja. Und vor allem was auch, ja, wie? Ja, ja, ja. Es ist übrigens ein Hering-Laichgebiet, oder? Das Bornholm-Becken dort. Ja. Und also, jetzt, das ist ein Nukleartest der USA 1958. Und ruhige See, das ist im Pazifik, oder? Los geht das Ding, das sind jetzt 9 Kilotonnen. Also, das ist eine Wasserglocke, die sich da aufstülpt. Und dann gibt es auch einen zweite Schockwelle, die man hört, oder, die jetzt hinten dran kommt. Und dann zerfällt es relativ schnell. Und was übrig bleibt, ist eine Wolke, die noch eine Zeit lang da über der Wasseroberfläche ist. Aber dann ist im Wesentlichen Schluss. Es sei denn, es kommt noch Dreck da drauf, das ist jetzt in 150 Meter Tiefe, doppelt so tief wie Nord Stream. Es sei denn, es käme noch Dreck mit drauf, und zwar ja, Teile der Leitung und so weiter, und zwar nicht solche Teile, sondern atomar zerkleinert. Ja. Also, und dementsprechend sieht man auch Aerosolwolken in den Satellitendaten, die erstrecken sich, der Detonationsort ist hier rot, der rote Punkt, und 100 Kilometer ist angegeben, die Distanz, und nach der Explosion, oder, sieht man da eine ziemlich große Wolke, weg vom Explosionsort. Ja? Und das ist nicht Methan, das hat man dort nicht gesehen, das ist irgendwas. Ist auch nicht genau was. Ja? Und es gibt auch eine Wolke dort, wo diese Schockwelle ankommt. Und wir werden nachher sehen, das ist nicht so an den Haaren herbeigezogen, wie es Ihnen jetzt den Anschein macht. Das sind Unterwasserströmungen. Vor der Detonation sieht man nichts. Dann am Tag nach der Detonation ziemlich große Strömung. Violett heißt südwärts, Wasserströmung südwärts. Ja? Das erstreckt sich wieder über fast 100 Kilometer. Ja? Nicht wenig. Ja? Und dann am Tag danach ist alles wieder normal. Ja? Und Ost-West, genau das Gleiche, da kommt dann süßeres Wasser zurück aus der östlichen Baltischen See. Und das sieht man auch in der Salinität. Und das heißt, was dann entsteht, zu Beginn gibt es diese Schockwelle durch den Canyon und dann kommt eben Süßwasser zurück und das gibt dann einen solchen Wirbel auf Skalen, oder, von 100 Kilometern. Ja? Also, das ist ein bisschen größer als der Bodensee. Ja? Also, 100 Kilogramm TNT. Nein. Das sind die Wassertemperaturen in der Nähe des Bodens. Zwar im letzten Winter ganz links, in der Mitte im Vorjahr. Ja, und da seht ihr schon beim Snapshot zu Beginn des Winters klar höher im letzten Winter als im Vorjahr. Ja, und die Detonationsorte wieder eingezeichnet. Das ist hier jetzt die zeitliche Entwicklung. Und ihr seht, dass rechts, oder,
ist es am tiefsten Punkt ungefähr 7, 8 Grad, also wartet man, 4 Grad am dichtesten. Links ist es 12 Grad, den ganzen Winter an der tiefsten Stelle. Wieso? Und das ist jetzt nicht der direkte Effekt der Nuklearwaffe. Das geht nicht. Da ist noch mehr dran und wir sehen, was da wahrscheinlich noch hätte mitspielen können. Rechts ist das, das ist die Temperaturdifferenz direkt aufgetragen, auch im Bereich dieses Bornholm-Beckens ganz klar erhöht. Weiter weg ist es genau umgekehrt. Ja? Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie einfach ein warmer Winter war oder so, sondern es ist wirklich eine höhere Temperatur, die, und das ist nochmals diese Schockwellenrichtung ein. Die Dänen haben dann im Juli, nachdem ich die ersten Vorträge gegeben habe, haben sie dann gesagt, ja, doch, es gab eine höhere Wassertemperatur in der Ostsee, oder? Aber es sei, eigentlich würde man da ja auch erhöhte Algenbildung erwarten. Nun, wenn man das, sich das ansieht, oben ist Biokarbonproduktion verglichen mit dem Vorjahr. Grün heißt mehr, also 2022 im August links, dann September bis kurz vor dem 26. September immer grün, das heißt höhere Carbonproduktion in 2022 als im Vorjahr. Und mit dem 26. September kippt alles. Ja? Also tiefere, sehr viel tiefere Carbonproduktion. Das erklärt auch, wieso man jetzt nicht plötzlich mehr Algen gesehen hat in der Ostsee. Wie? Und darüber haben sich die Schweden ja gewundert und niemand hat gesagt, wieso. Also, das sind Radioisotope beobachtet um die Baltische See herum, innerhalb von 36 Stunden rund um das Becken ein Peak. Das ist ein bisschen eine delikate Geschichte, aber dass es so korreliert ist, ist immer noch mit Niederschlägen korreliert. Aber es ist korreliert in allen Stationen. In Olsztyn zum Beispiel, nahe der Grenze zu Kaliningrad, das ist rechts unten, ist es der größte Peak in einem halben Jahr. Also, aber ich sage jetzt, das war nicht eine Megatonnensache und deshalb ist es nicht eine absolut überragende Radioaktivität, sondern ist immer genau so gerade knapp detektierbar, wenn man genau hinschaut. Ja? Aber so, dass man sagen kann, das war nichts. Ja? Und jetzt hier, wie sah das aus im Detail? Das ist jetzt ein Sonarbild und interessanterweise hat man das schon im Herbst gesehen, letzten Herbst, aber niemand hat es angeschaut und die Journalisten, die Presse, die fanden es nicht für nötig, das irgendwie zu illustrieren. Das ist der Abschnitt Nord Stream Pipeline auf 250 Meter inexistent. Nichts mehr da. Aha, 100 Kilogramm TNT. Ein Stück ist 150 Meter weg. Das ist das V-förmige Stück, das ihr seht. Das ist ein Stück dieser Röhren, 2 Tonnen pro Meter. Ein Schenkel des Vs ist 40 Meter lang. Also 40 Meter, 40 Meter. 150 Meter weg. 100 Tonnen TNT? Nein. Und ein bisschen weiter weg ein Röhrenstück, das 10 Meter aus dem Meeresboden ragt. Und die Röhre sieht so aus, flach gedrückt wie eine Cola-Büchse. 4 cm Stahl. Das bringt man nicht zustande mit einer Druckwelle. Das geht nur mit Wärme. Ja? Also. Und also falls ihr immer noch Zweifel habt, es kommt noch mehr. wie konnte man das bewerkstelligen? Es gab diese NATO-Übungen, sowohl im Juni, gerade um Bornholm herum, als auch im September, gerade ein paar Wochen in Portugal. Das Thema bei beiden Übungen war das Zusammenspiel von Flotten mit unbemannten Unterwasserdrohnen. Okay, ja gut. Da braucht man keine Taucher dazu, die da an diese 80 Meter absteigen. Ja? Und diese Technologie existiert, aber natürlich weiß man von der nichts, weil die ist hinten am Geheimhaltungsvorhang auch wieder so viel für Demokratie und Steuergelder. Ja. Also, gleichzeitig hat man den Meeresboden ausgemessen, sehr exakt. Und das hätte ich auch wissen wollen, wenn ich so etwas gemacht hätte. Oder? Dann wollen Sie doch wissen, ja, wie sieht das jetzt genau aus? Ist da ein Felsblock noch im Weg und so? Ja, das möchte ich gerne wissen. Das hat man tatsächlich wochenlang beübt. Und
Gibt es solche Waffen? Ja, das ist einfach Wikipedia. Das, was man offen weiß, ja, was man geheim hat, das ist nur noch eine andere Geschichte. Und es gibt Waffen, und zwar 200 Stück in Europa. Die NATO hat in Italien, in Belgien, in Deutschland 200 solche B-62-Waffen. Ja? Und die kann man ajustieren, die kann man von 0,3 Kilotonnen bis hin zu 50 Kilotonnen. Einfach so, vorher ja, soll es ein bisschen stärker sein, das kann man einstellen. Ja? Und das heißt, diese Dinger existieren und damit, weil die existieren, hat man auch die Lücke geschlossen zwischen konventionellen Waffen und Nuklearwaffen. Und das ist etwas enorm Besorgniserregendes, weil das öffnet die Türe zu solchen Attacken, wo man sagen kann, ja, es war ja nichts. Gaslighting, oder? Wirklich, nicht Gaspipelining, oder? Gaslighting, das war nichts, ich habe nichts gesehen. Aber die, die es verstehen müssen, die wissen, ja, das nächste Mal können wir noch ein bisschen mehr. Ja? Und zwar stufenlos, bis zu Megaton. Ja? Und das ist enorm gefährlich. Ja? Und diese Dinge gibt es, ja, dann sagen sie, ja, das ist aber feins, das ist hypothetisch. Das ist das Budget der USA für Nuklearwaffen. Ja? Okay, also der größte, interessanterweise, der größte Posten sind Submarines, Unterwasserboote. Wieso? Ha, ja? Also, ich glaube, wir haben eine Idee, wieso. Ja? Und das ist über mehrere Jahre hinweg, sind das 500 Milliarden Dollar investiert, aus Steuergeldern, in atomare Waffen. Wieso? Ja? Und das ist die Kurve, oder? Die beginnt auseinanderzudriften, oder? Von dem, was sich unter Obama, Obama hat ja den Friedensnobelpreis erhalten für eine atomwaffenfreie Welt, oder? Also hier, man hat Rekordbudgets, oder? Und das beginnt aus dem Ruder zu laufen seit 2019 und fragt sich, weshalb. Und gleichzeitig ist kein Beweis für nichts, oder? Aber in der Schweiz sieht man einen Anstieg von Cäsium-137 im Background, und zwar massiv. Das ist hier, das sind Daten aus Basel, es ist eine obere Grenze, deshalb mit Vorsicht zu genießen, aber es ist klar, das linke Ende der Grafik und das rechte, das sind Faktoren, das ist nicht einfach 10% oder 20%, das ist substanziell mehr. Gleichzeitig wissen wir auch, ich sage es jetzt nicht, oder? Aber gewissen S-Waren gibt es substanzielle Anstiege. Und das ist durchaus besorgniserregend, aber niemand thematisiert das. Und ich habe das geschrieben, ich mache das nur schnell, oder? Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass es eben diese Möglichkeit gibt, Regimes, die einem unliebsam sind, zu erpressen, oder? Zu sagen, so, ich detoniere jetzt das kleine Ding, du hast die Message verstanden, das nächste Mal ein bisschen mehr. Und ich wusste das nicht, bis vor ein paar Wochen John Mearsheimer ein Interview gegeben hat mit Lex Fridman. Und da hat er gesagt, ja, im Kalten Krieg hat man das so gemacht. Das sei, man hätte nicht gesagt, ja, also mad, mutually assured destruction, sondern man hätte das durchaus in Kauf genommen, dass man dem anderen eine auf den Kopf haut mit einer Nuklearwaffe, um zu sagen, wir sind bereit, das zu tun. Also, das gibt es. Ja. Und genau um den anderen zum Einlenken zu zwingen. Das ging jetzt bis und vor den UNO-Sicherheitsrat. Offiziell am 26. September wurde mein kleines Spiel da vorgetragen von Dirk Pohlmann, aber nichts geschah. Nichts geschah. Unglaublich. Oder? Nichts geschah. Und zwar, selbst die Franzosen haben gesagt, ja, es sei ja nichts Neues. Okay, aha, ja, okay. Also, jetzt kommt das Schlussbouquet. Literally. Das sind Detonationen zwischen 2014, siehe Aussage von Condoleezza Rice, und 2021. Es sind mindestens 25 Events in diesem Born-Holm-Basin, seismische Events. Und das sind einige Events, 25 sind es im Ganzen, und 25% davon sind während einer NATO-Übung, Baltops, passiert, die jährlich stattfindet. Jetzt, die findet ja während zwei Wochen statt, ja, zwei,
zwei Wochen, das ist ein 26. Also wenn das statistisch verteilt wäre, wäre das 4%, aber es sind 25%. Und wenn man noch ein paar Tage vorher und nachher damit dazu nimmt, dann sind es 36%. Und interessanterweise, Bornholm ist ja dänisch, oder? Und diese Dinge sind also um die Insel Bornholm im Rahmen dieser Übung losgegangen. Oder? Das ist verrückt, oder? Aber wir wissen auch, relativ nahe ist es nicht notwendigerweise auch intensiv, Erschütterungen und so weiter, oder? Und jetzt rechts oben ist diese Nord Stream 1 Detonationsstelle und Sie sehen den Punkt links oberhalb, dicht oberhalb. Der hat die Eigenschaft, dass er direkt in der Fluchtlinie liegt, die wir vorher diskutiert haben, von Kaliningrad zur Detonationsstelle. Das ist eine Seitenansicht hier. Und das kann man am besten akustisch untermalen. Jetzt kann man ja erwarten, dass das ganz ähnlich sich benimmt, akustisch, wie das, was wir gehört haben. Es ist einfach in der gleichen direkten Linie. Die direkte Detonation tönt so. Ja. Das jetzt in, das haben wir vorher schon gehört, oder? In Suwalki. Und jetzt als Vergleich dazu das, was ein bisschen hinten dran ist, oder? Wieder dieser Chat. Ja? Also, einfach so, Sie hätten das nicht unterscheiden können, wenn ich es nicht gesagt hätte. Es sind genau die gleichen Signaturen. Das verband auch die neuesten Erkenntnisse ins Reich der Märchen, dass das der Gasaustritt war aus der Pipeline, der diese seismischen Effekte hervorgebracht hat. Weil da gibt es keine Pipeline dort oben. Ja? Okay, also hier ist die Zeitlinie, wann diese Events stattgefunden haben, also die korrelieren mit diesen Balltops-Übungen. Auf die Jahre komme ich jetzt noch zu sprechen. Oder? Interessanterweise hat Dänemark 2018 gesagt, ja, sie würden Nord Stream 2 die Baugenehmigung erteilen, falls Russland Geständnisse bezüglich der Ukraine machen würde. Interessante Kombination. Ne? Das ist der Reuters-Pressemitteilung rechts. Oder? Und diese Nord Stream 2-Bautätigkeit war ja ein Drama sondergleichen. Also Trump hat auch gesagt, ja, aufhören damit und so, wir dürfen in Europa nicht abhängig sein. Und eine Schweizer Firma, Swiss All Seas, war mit der Bautätigkeit beauftragt worden. Es kam ein Brief von Senator Cruz aus Texas, gesagt, ihr hört auf, sonst machen wir euch kaputt. Ja? Und sie haben aufgehört natürlich. Russland hat dann die Bautätigkeit fortgesetzt. Und sobald es fertig war, bumm, geht das Feuerwerk wieder los. Oder? Gibt es wieder ein Ereignis. Und zwar war das Ereignis da oben auf dem Hügel auch mit direkter Sichtverbindung auf Kaliningrad. Nicht, hatte nichts mit Nord Stream zu tun. Sondern man hat rausgetüftelt, wie sich das tut, wie man da am besten eine, wenn man das raufskaliert, eben einen Angriff auf Kaliningrad inszenieren kann. Und also zum Beispiel eben, man könnte sie jetzt auch auf Nordamerikas Energiereserven setzen, hat sie in 2014 gesagt. Ja, 2014 gab es keine LNG-Kapazität von Nordamerika. Die war null. Die hat man raufzufahren begonnen 2016 und interessanterweise hat die dann ein Plateau erreicht 2021. Und wie groß ist das Plateau? Das Plateau ist exakt bis auf wenige Prozent die Kapazität von Nord Stream 1 plus Nord Stream 2. Natürlich sind die Einheiten so, kein Mensch hat das gesehen. Oder? Ich habe auch dann sich wieder angeschaut. Und ausrechnen, was ist das überhaupt? Es ist wirklich bis auf wenige Prozent genau diese Kapazität. Und also, das heißt, wir sind jetzt wirklich hier inmitten der Geopolitik und klar, ich hoffe, ihr seid jetzt überzeugt über die Argumente. Es gibt eben noch diese dritte Gruppe jetzt dazu. Interessanterweise hat man im amerikanischen Kongress 1948 vor Gründung der NATO wurde gegründet vor dem Warschauer Pakt. Ja.
1949 wurde NATO gegründet, da hat man Szenarien durchgespielt. Und ein Szenario war, dass ein Land angegriffen wird von den anderen Ländern. Ja. Und interessanterweise hat man den Fall durchexerziert, Dänemark wird angegriffen von Belgien. You couldn't make it up. Ja. Also, ja, Belgien, Brüssel ist der Sitz von NATO. Ja. Und was haben wir gesehen? Da diese Explosion um die dänische Insel Bornholm herum. Und was war die Schlussfolgerung? Das ist nicht meine Schlussfolgerung, sondern die Schlussfolgerung von Senatoren 1948. Wenn das so sei, dass man 10 oder 11 Staaten aufwiegelt gegen einen anderen, in diesem Fall Deutschland, das NATO-Mitglied, you have ended your North Atlantic Pact. You might as well forget it. Ja, ich hoffe, so viel Englisch habt ihr verstanden. Ja, also, das ist das Ende der NATO. Ja? Okay, gut. Jetzt gibt es noch ein paar, das sind wenige Slides. Etwas, was mir aufgefallen ist, und ich glaube, das muss man schon herausstreichen. Es gab ein Abkommen zwischen Reagan und Gorbatschow 1987, vor dem Mauerfall. Und das war das INF Treaty. Und das INF Treaty besagte, dass es nicht erlaubt sei, Missiles zu stationieren mit atomaren Sprengköpfen in einem Kreis mit 500 Kilometer Radius, zwischen 500 Kilometer und 5.500 Kilometer. 500 Kilometer ist relativ nahe, oder? Und 5.500 Kilometer, das ist weit im Atlantik. Das heißt, das hätte Europa freigehalten von möglichen Nuklearschlägen. Wir, hier in Westeuropa, da spielen Grenzen auch keine Rolle. Oder? Jetzt, Trump hat das Abkommen 2019 gekündigt. Ja? Eigenmächtig, einseitig. Ja? Und jetzt schauen wir uns an, was bedeutet das, diese 500 Kilometer, was bedeuten die? Das bedeutet, dass ein kleiner Teil der Ukraine und ein kleiner Teil von Belarus als mögliche Standorte für solche Missiles in Frage kommen, die Moskau erreichen können. Okay? Und das heißt auch, wenn Sie jetzt in den Schuhen, und auch ich, der russischen Regierung wäre, wer das auch immer ist, dann sagen wir, um Gottes Willen, das darf nicht sein, dass Ukraine oder Belarus atomar bewaffnet werden. Ja? Wie auch immer, ja? Weil das erreicht würde. Jetzt machen wir einfach mutatis mutandis. Stellen wir uns vor, wie das in den USA aussehen würde. Schlagen wir einen Kreis um Washington, 500 Kilometer. Ja, das reicht bis nach Kanada hinein. Das sind 500 Kilometer exakt, oder? So kommen sie aus dem Programm heraus. Also, wenn jetzt zum Beispiel Russland sagen würde, ja, ich mache jetzt ein Verteidigungsbündnis mit Kanada und wir brauchen einen Schutzschirm in Kanada und dazu stationieren wir atomare Missiles in Toronto oder den Niagara Falls. Hä? Habt ihr den Eindruck, dass die Amerikaner das zulassen würden? Also, jetzt wieder zurück auf die Ukraine übersetzt, heißt das, das ist nicht irgendwie eine Einbildung oder Paranoia der Russen, dass das gefährlich ist. Und in der Tat wurde das thematisiert, aber niemand weiß das. Zuerst noch zurück zur NATO-Erweiterung. Es gibt schriftliche Dokumente, hat man gesagt, not one inch to the east, erstens. Man hat auch innerhalb von den 2+4 Verhandlungen, hat man auch gesagt, NATO not beyond the Elbe. Nicht einmal Oder, sondern Elbe. Ja? Und dann, als die Russen wahrscheinlich bemerkt haben, dass irgendwas faul ist, hat man ins Budapest-Memorandum einen Paragraph 5 hineingeschrieben und der heißt folgendes. Das heißt, dass Russland nur vom Benutzen von atomarer Bewaffnung absieht, nur in dem Fall, falls die Ukraine und übrigens Belarus und Moldawien keinen Pakt eingeht mit einer Nuklearmacht, sprich USA oder NATO. Also, es ist brandgefährlich, oder? Und wenn wir jetzt an die Nord Stream denken, oder, dann sehen wir die Größenordnung dieser Gefahr. Ja?
Weil das war ein verdeckter Angriff auf Kaliningrad. Also man hätte das jetzt in irgendeiner Art, wie man das jetzt auch interpretiert hätte. Und hier gibt es ein paar Zitate, dann höre ich auf, oder? Also, da hat eine gewisse Person, ich sage dann nachher, wer das ist, oder, davor gewarnt, dass man solche verdeckten Operationen braucht, um den Machtbereich auszudehnen, dass das ein Riesennetzwerk sein von Militär, diplomatischen, geheimdienstlichen, akademischen, politischen und ökonomischen Faktoren, oder? Ist schon lange her. Ja? Und no expenditure is questioned. Kein Problem. Oder? Unterschreibt man auf, egal wie hoch man verschuldet ist, das Geld gibt man aus. Ja? Und dann gibt es noch ein anderes Zitat, nämlich auf die Provokation einer Nuclear Power ausgerichtet. Nuclear powers must avert confrontations which bring an adversary to a choice to either humiliating retreat or nuclear war. Also man muss unter allen Umständen vermeiden, die Gegenpartei mit Nuklearwaffen so zu provozieren, dass sie nuklear zurückschlägt. Was natürlich im Widerspruch ist zum Mearsheimer Statement und zu dem, was wir hier gesehen haben. Und wer war das? Kein geringerer als JFK. Und das untere Zitat, das hat er gesagt, ein paar Monate bevor er ermordet wurde. Ja. Okay, also die Schlussfolgerung hier ist, Hände weg von EU, Hände weg von NATO und ohnehin mathematisch ausgedrückt, das ist eine Äquivalenzklasse, ich hätte ein paar Animationen dazu, aber ich höre hier auf. Die Osterweiterung kurz war immer so, zuerst NATO, dann EU. Die EU war der Köder, um die Leute, um die entsprechenden Länder in die NATO zu locken. Und dann ist der Geldfluss auch von zum Beispiel Deutschland, Ausgleich auch aus der Schweiz, abgesehen davon, in diese braven Beitragszahler an die NATO im Osten. Und das heißt, das Geld wandert von Deutschland in den Osten direkt zurück in die Taschen der Waffenhersteller, die natürlich ein Riesengeschäft machen. Und deshalb, jetzt um zurückzukommen von Demokratie, bei den alten Griechen war Demokratie damit verbunden, dass das mit der Entscheidung verbunden war über Krieg und Frieden. Jetzt überlasse ich es Ihnen zu überlegen, in welchem Land der Erde haben wir denn eine Demokratie? Und wenn es zu Nuklearwaffen kommt, wo es im Falle der USA dem Präsidenten vorbehalten ist, einzig dem Präsidenten, das heißt, auf der Website kann man das lesen, die Nuclear Weapons detonate only with specific order of the president and not otherwise. Okay. Also, ich glaube, das gibt genau einen Stuhl in diesem Fall. Ja? Mit einem Knopf. Ja? Nichts von Demokratie. Okay, das ist, was ich jetzt damit möchte schließen. Ja? Und das bringt uns zurück auf unsere Mündigkeit und sicherzustellen, dass da nicht ein paar Stühle mit großen Ordnern von Interessengruppen da schon besetzt werden. Ich habe den Eindruck, da gibt es schon viele Dokumente auf diesen Stühlen und keine Leute mehr. Also, und das sind noch ein paar Angaben. Meine Webseite findet dort auch Details dazu. Und damit möchte ich eigentlich schließen. Ja?